Start in die Ideen-Expo-Woche. Hier wird klar, die Bezeichnung das größte Klassenzimmer der Welt ist keine Marketingerfindung. Es ist ein Gütesiegel. Aus ganz Deutschland kommen Schulklassen auf die Ideen-Expo. Allein auf Einladung des Arbeitgeberverbands der deutschen Kautschukindustrie sind es 38 Klassen mit 1000 Schülern. Für den Verband ist es die optimale Möglichkeit, seine Berufsfelder vorzustellen. Unsere Unternehmen sind fasziniert davon zu sehen, wie ihre Schüler aus der Region hier sehen können, wie Kautschuk auch zu transportieren ist, was man aus Kautschuk machen kann. Und sie haben hier den Erstkontakt zu den Schülerinnen und Schülern und werden dann daraus in Folge entsprechende Kontakte knüpfen, um sie langfristig auch auf die Kautschukindustrie aufmerksam zu machen. Lernen jenseits des Klassenraums. Diese Möglichkeiten bietet die Ideen-Expo in Hülle und Fülle. Wie funktioniert ein Cochlea-Implantat? Was passiert in einem Elektromotor? Und wer immer schon selbst einmal Hautpflegecreme herstellen wollte, die Workshops im Campus der Ideen machen auch dies möglich. Ich finde es ganz gut, weil dann kann man schon mal gucken, was man so später machen möchte. Ich finde, das ist eine gute Idee, es macht mir Spaß und ich werde es zu Hause auf jeden Fall benutzen. Die Ideen-Expo ist die Schnittstelle zwischen Schule und Berufseinstieg. Und so verwundert es nicht, dass nicht nur im Club Zukunft die Berufsberatung auf großes Interesse stößt. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich später machen will. Ich habe zwar schon ein paar Ideen, aber hier kann man sich halt noch den Weg sozusagen suchen. Ich finde es schön, dass es hier so viele Stände gibt, auch so verschiedene Sachen. Und ich finde es auch sehr interessant, dass man alles mal ausprobieren kann. Ich habe einen sehr positiven Eindruck. Es sind unheimlich viele Angebote hier für die Schüler, um sich über viele Berufe, Möglichkeiten, Ausbildung, Studium und so weiter zu informieren. Sie können auch vieles selber ausprobieren und also ich habe auch von meinen Schülern überwiegend positive Rückmeldungen erhalten. Also aus meiner Zeit kenne ich das, oder ging man ins Berufsinformationszentrum, es war alles sehr abstrakt. Und hier ist es so, dass es alles viel handlungsorientierter gemacht ist, also interessanter für die Schüler. Und natürlich ist das wichtig, weil ich glaube, jeder weiß, wenn er den falschen Job ergreift, dass es eine problematische Sache werden kann und dass man dann manchmal auch nicht mehr so schnell wieder rauskommt. Ein Leuchtturm für Naturwissenschaften und Technik. Die Ideen-Expo strahlt weit über die Grenzen Hannovers hinaus. Die Botschaften, die von hier ausgehen, sie stoßen auf großes politisches Interesse, auch in anderen Bundesländern. Die Veranstaltung ist etabliert, wird bundesweit mittlerweile nachgefragt. Andere überlegen, können sie vielleicht Ähnliches machen. Und es geht einfach darum, auf eine lockere Weise Verbindung zwischen Schule und Wirtschaft einfach jungen Leuten klarzumachen, Technik ist interessant. Wir suchen immer Ideen, was kann man auch übertragen in ein anderes Bundesland, was wird wo gemacht. Und natürlich nehme ich auch Gedanken mit nach Hause. Wir haben unterschiedliche Projekte auch in Rheinland-Pfalz, um diese Thematiken aufzugreifen. Und ich bin froh, dass ich einfach mal heute mehr einen Eindruck machen kann und mich mit dem Ministerpräsidenten in Niedersachsen austauschen kann. Was kann man so alles tun, um junge Menschen zu interessieren? Schülerinnen und Schüler für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern und so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dieses Konzept geht voll auf. Die Ideen-Expo trifft, was unsere Absicht betrifft, vor allem auch die Generation ab 15, 16 zu erreichen, voll ins Schwarze. Ich habe heute festgestellt, dass wir in einem nie zuvor gekannten Ausmaß genau diese Generation getroffen haben. Und ich höre das auch von den Ständen unserer Unternehmen, ich höre es von der Bundesagentur für Arbeit. Dort ist der Teufel los, dort ist genau die Klientel, die jetzt in der Berufsorientierungsphase steht, die auf Unternehmen zugeht, die in der Bundesagentur sich beraten lässt. Also unter diesem Aspekt haben wir unsere Zielgruppe mit dem heutigen ersten Tag in dieser Woche voll erreicht. Die Ideen-Expo ist und bleibt das Paradebeispiel für die effektive Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.